Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir waren mal wieder unterwegs, haben was Köstliches entdeckt. Habe ich eigentlich schon mal probiert das letzte Mal, aber ich hatte wie immer die Kamera nicht dabei. Jetzt haben wir uns das nochmal gegönnt. Das ist nämlich vom Bäcker in Meiningen ein I Love You More Sandwich. Und das ist das Lustige, weil es so lustig geschrieben ist. Es gibt nämlich das I Love You, also I, E-I, ne? Weil es mit I ist. Das ist einfach so ein I-Sandwich, wo so wirklich ein, was ist das eigentlich, ein Spiegelei drauf ist. Vom Bäcker natürlich. Und dann gibt es das I Love You More. Und neben dem Spiegelei auf dem Sandwich auch noch Schinken und so drauf ist. Das haben wir nämlich mal hier zum Mitnehmen. So sieht das Ganze aus. Schön eingepackt, sieht richtig aus wie Fast Food. Ihr seht, da ist auch so Schnittlauch mit drauf. Da habt ihr so Schinkenröllchen auf jeden Fall. Ein schönes Krustenbrötchen, was auch sehr herzhaft aussieht. Wir packen das auch mal hier. Wir nehmen das mal aus der Verpackung. Ihr habt ja hier so eine schöne, durchgebratene Eierpampe, die Röllchen dabei, das Brötchen, das ist auch weich und knusprig zugleich. Sehr gut gemacht auf jeden Fall. Gibt es, wie gesagt, in Meiningen beim Bäcker, sonst habe ich das jetzt noch nie gesehen. In Hibo gibt es nämlich immer gar nichts. Und das riecht auch sehr köstlich. Das hat eine... Adi, was machst du denn schon wieder? Der Adi hat vorhin die Packung schon wieder angegriffen. Das könnt ihr natürlich kalt essen, die können es euch auch nochmal warm machen und ihr könnt das dann auch warm genießen. Wir haben es jetzt einmal zum Mitnehmen genommen und sind jetzt bestimmt noch fast 2 Stunden unterwegs gewesen, bis ich jetzt endlich dazu komme, das zu essen. Aber ich habe das auch schon mal dort kalt live gegessen. Das hat auf jeden Fall richtig gut geschmeckt. Hat einen lustigen, kreativen Namen. Sieht gut aus, ist schön angerichtet. Und ich kann nur empfehlen, wenn ihr das nicht kennt, gönnt euch das mal. Kommt das halbe Ei aus dem Mund raus. Ich finde es toll, ich werde jetzt hier herzhaft mal reinbeißen und lass mir das schmecken. Mmh. Da fliegt gleich die ganze Schinkenrolle weg. Guckt euch das an. Richtig genial. I love you more. Wenn ihr mal was Kleines wollt, für zwischendurch einfach so einen Snack, könnt ihr immer mal so ein Brötchen gönnen. Das Ei ist auch schön gewürzt. Manche Eier schmecken ja wirklich nach gar nichts. Wenn ich an das Rührei da von McDonald's denke oder so, das ist nichts, dann gönnt euch lieber sowas. Da habt ihr ordentlich was. Mmh. Mmh. Und gerade auch eine kleine Bestreuung hier mit dem Schnittlauch sieht nicht nur gut aus. Macht auch noch ein bisschen was am Geschmack. Und vielleicht sollte ich aufhören, mit vollem Mund zu reden, weil man eh nichts versteht. Ich finde es auf jeden Fall klasse. Deswegen, wenn ihr das nicht kennt, probiert es auf jeden Fall aus. Von mir erfordert 10 Punkte, ne? Ich habe noch nie Punkte vergeben, aber wenn, würde ich dem 10 Punkte geben, so als Snack für zwischendurch. Das war es auch schon wieder. Sehr kurze Folge heute. I love you more. Ne? Wir melden uns wieder, wenn wir wieder was Köstliches entdecken. Egal ob Essen, ob Trinken, Süßes, Chips, Gebäck, irgendwas. Wir testen ja immer alles, was vor die Flinte kommt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. I love you more. Euer Ramses mit Vorhaut. Lieber andersrum, egal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Mm-hmm. Mm-hmm.